In der neuen Folge von Fossilien gegen Darwin werde ich Ihnen heute ein 50 Millionen altes Ginkgo-Fossil vorstellen. Auch dieses Fossil ist ein Beweis für die Unmöglichkeit der Evolution. Der Ginkgo ist ein sommergrüner Baum, das heißt, er wirft im Herbst seine Blätter ab. Und ich zeige Ihnen gerade das Blattfossil von einem Ginkgo-Baum. Das Fossil, das ihr gerade hier seht, ist nun mit den ganzen Details vor Ihren Augen. Dieses Fossil hat die folgenden Eigenschaften. Es ist ein Baum, über den der berühmte Evolutionist Ali Demirsoy berichtet hat und im türkischen Fernseher in manchen Programmen dieses Fossil als Thema behandelt hat. Nach ihm ist der Ginkgo biloba einer der erst existierenden Bäume. Jedoch behauptet er, dass diese danach sich mit evolutiven Prozessen in anderen Baumarten entwickelt hat. Der Ginkgo biloba ist eine Baumart, der heute noch auf der Erde lebt und davon noch wenig geblieben ist. Lass uns die Fotos von den heutigen Blättern anschauen. Was ihr in meiner Hand seht, ist ein 50 Millionen Jahre altes Fossil, jedoch ist es auch möglich, über 200 Millionen bis 270 Millionen Jahre alte Fossilien von Ginkgo-Blättern zu finden. Wenn wir uns dieses anschauen, können wir dieselbe Wahrheit erkennen. Es gibt überhaupt keine Veränderung, somit auch keine Evolution. So wird die Behauptung der Entwicklungsmärchen der Evolutionisten nie von den Fossilien unterstützt. Und noch einen solchen Wahn haben sie auch noch. Zum Beispiel ist Wikipedia im Internet die Hauptquelle. Heute kann sogar ein dreijähriges Kind oder jemand, der ein bisschen lesen und schreiben kann und im Internet surft, Wikipedia sehen oder finden. Wenn man dort nach dem Ginkgo sucht, kommt die folgende Information. Das vor 270 Millionen Jahren sein Leben beginnende Ginkgo, also es wurde damals erstmal gesehen, sagt es, es wurde vor 2,5 bis 3,5 Millionen Jahren im Pliozän beobachtet. Und dort steht folgendes. Danach verschwand es plötzlich. Ist im Wikipedia jetzt geschrieben. Nun, wo ist es geblieben? Im Wikipedia ist geschrieben, dass es in manch kleinen Orten Chinas und Großbritanniens geblieben ist. Gut, und wonach sagt ihr, dass es plötzlich verschwunden ist? Nach den Fossilien. Gut, wieso sagt ihr nicht, dass es plötzlich erschienen ist? Dies ist nach den Fossilien eine Wahrheit, weil es euch nicht passt. Ich sage es den Evolutionisten. Also, wenn Sie sich die Fossilien anschauen, das Verschwinden kann in der Form verschwand plötzlich beschrieben werden. Denn bei den Fossilien sehen wir wirklich, dass sie plötzlich verschwinden. Doch wir sehen auch, dass sie plötzlich erschienen sind. Egal welches Fossil es auch immer ist, die vor 540 Millionen Jahren alten Kambrium-Lebewesen erscheinen alle plötzlich. Vor 290 Millionen Jahren erschienen die Dinosaurierarten plötzlich. Die Säugetiere erschienen vor 150 Millionen Jahren plötzlich. Alle Lebewesen, die ihren Leben begangen, haben plötzlich existiert. Dieses plötzliche Erscheinen hat auch Stephen Jay Gould in seinem Buch geschrieben. Und hat auch sogar in seinem Buch geschrieben, dass die Arten sich auf keinen Fall verändert haben. Daraufhin hat der berühmte Darwinist Richard Dawkins in der Art, du schreibst zwar dieses, jedoch erschwert dies unsere Arbeit sehr. Du präsentierst gerade den Kreationisten Beweise, ihm Vorwürfe gegeben. Doch die Wahrheit zerdrückt die Lüge immer. Aus der Sicht der Evolution ist es genauso. Es gibt natürlich immer noch plötzlich verschwindende Lebewesen, Arten, die aussterben. Aber, dass alle Lebewesen plötzlich existierten, sagt uns heute die Paläontologie mit Milliarden von Fossilien. Und diese Tatsache ist einer der wichtigsten Beweise für die Schöpfung.